Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in den Wäldern von The Infected. Ich habe mir überlegt, wir kriegen jetzt eh kein Kupfer mehr zusammen hier. Wieso sehe ich das Ding denn hier jetzt nicht? Ich würde das gerne hier wieder abreißen, aber irgendwie, ah ja. Yep, möchte ich löschen. Hatten wir die alle schon da drinne? Ja, macht ja nichts, ne? Ist ja cool. Aber den Kupferbarren habe ich wahrscheinlich nicht wiederbekommen. Gehe ich mal stark von aus. Aber egal. Ja, das schaffen wir nämlich nicht mehr bis zum Blutmond, hier das Kupfer zusammenzufarmen. Denke ich mal, weil dafür brauchen wir auch diese blöden Extraktoren. Von daher ist der Plan jetzt. Ah ja, Junge, ist ja gut. Oh, Proteine. Wir müssen auf jeden Fall was essen. Das ist ein Plan. Vielleicht noch mal einen Schluck trinken. Wäre der zweite gute Plan. Und hier jetzt einfach mal so einen Zaun aufsetzen. Ja. Nochmal. Den kann man ja mit N immer wieder verschieben. Ah, ne, hier sonstiges, ne? Genau. Yep. So. Dann brauche ich nochmal vier Seile gleich. Habe ich die nicht sogar noch im Inventar? Ja, sicher. So, heißt. So nehmen, genau. Sechs Stück davon. Und die vier Seile. Sehr schön. Und dann können wir ja hier mit N immer hingehen. Und das Ding hier rausziehen, ne? Ja, so. Und dann steht er uns zwar im Weg, aber das dann erstmal Peng. Was ich jetzt gerne noch machen würde, wenn ich gegessen habe, wäre. Wo ist mein ganzes Fleisch? Habe ich das alles schon gegessen? Oh Mann. Hier erstmal ein bisschen was essen. Ja, damit dann Lebensmittelvergiftung oder was für, nee, Trinken fehlt. Wir haben leider kein Wasser, aber hier vielleicht. Ach, du ahnst es nicht. Das ist jetzt nicht das meiste. Aber gut, so oft wie es hier regnet, kann ich hier dann Wasser rausnehmen, wie ich lustig bin. So, zünd das schon mal an hier. Erstmal eben die 60 sauber waschen, dass wir was zu trinken kriegen, bevor wir hier verdursten. Und dann würde ich mal eben losziehen nochmal und gucken, dass wir uns so einen Bären jagen. Ich dürfte noch zwei Speere an der Hand haben. Oh, der ist aber auch schon fast kaputt, ne? Ja, aber der reicht uns ja noch. So, sauberes Wasser, nimm das mal raus. Trink das gleich. Gut. Das reicht uns doch jetzt erstmal. Ja, ich würde trotzdem noch mal Neues abkochen wollen. Zack. Und dann ziehen wir uns den Bären, damit wir die Tierhaut kriegen, damit wir noch eben schnell den Köcher bauen können. Weil den brauchen wir ja für den Pfeil und Bogen und den hätte ich gerne fertig. Wo ist er? Bist du denn? Ha! Ich glaube, hier brauchte man auch noch so einen Reparaturhammer, kann das sein? Hat aber nichts gemacht. Gut, wo ist denn mein Karren da? Dann lass uns mal den Karren schnappen und auf die Straße und uns mal gucken, dass wir noch einen Bären kriegen. Ich hoffe, der reicht jetzt noch. Ja, aber Bären sind irgendwie am besten zu fangen hier, ne? So ein Reh, das kannst du besser mit einem Pfeil und Bogen machen. Aus der Entfernung heraus, denke ich. Aber hm.
So ein Bär, der kommt ja wenigstens auf einen zu, ne? Mal gucken, dass er uns möglichst gar nicht trifft. Das wäre schon cool. Ja, das Blöde ist, schrittmäßig hörst du nicht, ob da ein Reh ist oder ein Hirsch oder ein Bär. Was ich auch noch nicht weiß, ist, wo wir Wildschweine finden. Ich glaube, da vorne ist ein Bär. Ne, ich glaube doch nicht. Da habe ich mich wohl doch vertan. Ah, hier haben wir öfter schon Glück gehabt mit einem Bären, ne? So, müssen wir mal gucken hier. Mit unserem Karren hier. Aber ja, der ist schon cool, um so ein Viech abzutransportieren. Hier sind wir schon wieder am Wendidorf. Beim letzten Mal hatten wir dahinter einen Bären erwischt. Ne? Gucken wir doch mal. Ob wir wieder Glück haben hier. Weil, können wir das Fleisch schon wieder gut gebrauchen. Aber die Tierhaut ist erstmal viel wichtiger. Aber gut, das Fleisch ist natürlich ein gutes Beibrot. So, aber wir müssen natürlich ein Viech finden. Ah, ist doch jetzt ärgerlich. Immer wenn du was brauchst, ist nichts da. Als ob diese Spiele oder als ob alle Spiele das ahnen, dass du die Sache gerade am dringendsten brauchst und dann wird nichts gespawnt. Ich glaube, wir sind noch langsam zu weit. Ich würde gleich schon wieder umdrehen wollen. Ja. Pass auf, und dann drehe ich um und dann kommt der Bär von hinten. Nee, hier ist nichts mit Bären. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Vielleicht ist ja jetzt einer gespawnt, während wir wieder zurücklaufen. Oh, ich dachte gerade, wer ist er denn? Ein Baumstumpf ist er. Seines Zeichens. Weil hier muss doch mal irgendwo ein Viech jetzt kommen. Kann doch jetzt nicht sein, ey. Das ist doch ärgerlich in solchen Spielen immer. Immer, wenn man es braucht, ist es nicht da. Bitterböse, bitterböse. Wir brauchen diese bescheidene Tierhaut. Nützt nichts. Weil mit Pfeil und Bogen werden Tiere ja auch wesentlich einfacher wahrscheinlich zu töten sein, ne? Denke ich mal. Also wenn der Pfeil und Bogen noch so funktioniert wie damals, dann komme ich da auch gut mit zurecht. In manchen Spielen habe ich es wirklich, dann komme ich mit dem Bogen gar nicht klar. Wie ein helles eins davon, da komme ich zwar nicht gar nicht klar, aber es ist schon schwierig. Ach so, noch ein kurzer Hinweis von meiner Seite. Ich werde jetzt erstmal nicht live streamen können, weil mein Provider hat irgendwie Probleme, ab 7, 8 Uhr abends mir meine entsprechende Leistung zu liefern. Die sind dran an dem Problem und versuchen es zu lösen, aber irgendwie bin ich in einer allgemeinen Auslastung gefangen. Und die wissen noch nicht, wie sie es lösen können, außer einem Node-Split. Das könnte Monate dauern. Ich hoffe nicht, dass es das ist. Aber ich hoffe auch noch ganz andere Sachen. Aber das ist egal, wie gesagt. Dann fällt mein Upload runter auf 1 bis 5 Mbit von 20 Mbit. Und dann ist Streamen ziemlich unmöglich, weil das schwankt dann auch immer genau dazwischen. Wie Hulle. Und dann ist echt kein schönes Ansehen. Oder dann ist kein schöner Stream möglich. Deswegen werde ich die nächsten Tage erstmal nicht streamen. So, das dazu, damit ihr das mal wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, dass keine Livestreams mehr kommen.
Ich hätte voll Bock, aber im Moment technisch leider unmöglich. Vogel, Stock, aber kein verfluchter Bär. Gibt's doch nicht. Müssen wir echt mal durch den Wald fahren? Ja, komm, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier durch den Wald huckeln. Irgendwo muss ja mal irgendwie ein Viech auftauchen, was wir jagen können. Ist doch nicht. Müssen wir allerdings sehr gut aufpassen hier. Nicht, dass wir das irgendwo übersehen. Ja. Aber hier ist eine Gurkenpflanze, das ist doch auch nicht schlecht. Die können wir wohl mal mitnehmen, eben. Wird heute mal so eine Art Loot-Runde, wo es einfach nur hier um die Kurven geht und geguckt wird, dass wir einen blöden Bären finden. Hey. Kann doch jetzt nicht sein, dass es hier keinen Bären mehr gibt. Echt jetzt mal. Wie gesagt, Livestream hätte ich richtig Bock zu. Aber ist im Moment leider nicht möglich. Aufgeregt, darüber habe ich mich jetzt schon genug an richtiger Stelle. Deswegen tue ich das hier nicht. Warten wir ab, wie schnell es geht. Was warst du? Auf jeden Fall schnell weg, verdammt. Hier ist auch noch mal eine Gurkenpflanze. Ja, so ein Oller Hirsch. Ja, der hat mich jetzt schon entdeckt, ne? Siehst du? Der ist echt viel zu früh, dass der einen entdeckt. Guck mal, da wäre noch einer, ey. Ja, Pfeil und Bogen und wir könnten sie alle platt machen, ehrlich. Das ist doch nicht wahr. Eine Tierhaut, eine blöde. Mann, 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 Mann. Das haben wir auch wieder schwer gemacht hier, ne? Ja, wenn man dann die Viecher wenigstens besser jagen könnte, ey. Also ich krieg's mit dem Speer nicht hin, die sind immer viel zu schnell weg. Wenn ihr da einen Tipp habt, nehme ich den natürlich gerne an. Das da hinten ein Bär oder ein Stein? Ist auch wieder nur ein Stein. Kann doch nicht sein, hier am Anfang waren jetzt zig Bären. Und jetzt nicht einer, das gibt's doch nicht. Waren das alle Bären auf der Map und jetzt dauert es einen halben Monat, bis die wieder respawnen oder was? Kann ja auch sein, ne? Mal irgendwie 5 Stück rumrennen und wenn die tot sind, dauert es halt erstmal, bis was Neues kommt. Möglich ist hier alles. Wo sind wir? Nicht, dass wir am Krokodilteich rumrennen. Das wär's noch. Wo sind wir überhaupt, ey? Ach so, nee. Wir sind ja in ganz andere Richtung unterwegs. Das gibt es doch einfach nicht. Das kann es doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo ein Bär sein.
Renne ich hier mit meinem Karren durch den Wald, ey. So, dann lass mal hier zurückgehen. Diese Richtung. Mensch, ey. Ich will doch nur einen Bären. Gibt's doch alle nicht. So, kommen wir dann hier wieder zurück? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das ist doch jetzt Mist. Eine blöde Tierhaut. Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. Anscheinend doch. Ich weiß nämlich nicht, ob dann um 0 Uhr jetzt die Blumennacht losgeht. Oh, wenn ja, müssen wir uns mit Bogen, mit dem Speer wehren, ne? Da würde ich mir noch mal einbauen wollen. Ja. Bevor das dann so spät ist, baue ich mir da noch mal ein, zwei Speere jetzt. So, dass wir zumindest mal bewaffnet sind, wenn die Viecher spawnen. Ja. Ja, komm. Ja, ja, ja. So, hier rindet ihr. So, in irgendeiner Kiste hatte ich noch so eine Steinklinge reingepackt. Genau. Dann brauchen wir noch Stöcker. Vier, fünf, sechs. Ne, fünf geht erstmal nur. Okay. So. Drei davon. Fünf davon und das Ding einmal. Können wir gar nicht, haben keinen Platz frei. Oh, ist meine Steinklinge jetzt auch hier runtergefallen? Ne, die hat er wieder gefangen, okay. So, dann lass mal hier. Schnell noch. Der Speer muss auf jeden Fall nachher weg. Ah, da hängt auch noch einer drin, ne? Das ist cool. Dann haben wir noch reichlich. So. Also, wenn euch interessiert, hier mit Alt und rechter Maustaste, zweimal rechte Maustaste klicken, kann man das hier, kann man die Stöcker einzeln drüber schieben. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. So, einen noch. Falls mal, erstmal das. So, gesichert. So, dann gucken wir mal, bauen den einen Speer noch eben auf. Und so, dann brauche ich noch einen Stein erstmal. Steine sind wieder draußen, ne? Ist klar. Ja, halt noch die Grosche da. Können wir die Steine noch eben hier? Die Steine. Ja, können morgen nochmal neue Steine holen, ne? Nein. Das war falsch. Hier, alt. So. Und das so. So, dann haben wir die Speere. Dann schlafe ich jetzt mal. Und dann sehen wir es ja, ne? Ja. 3 von 3 Wemmys übrig. Ordenereignis aktiv. Ach, ich wollte noch diese Lampen mal aufstellen hier draußen. Was hat er dann jetzt? Jetzt fehlt ihm Trinken. Nein. Gibt's doch jetzt nicht. Junge. Trink. So. Ich sehe keine Wemmys. Drei von drei Wemmys übrig. Aber wo sind sie? Wo sind sie?
Ah, ich muss halt hier rumlaufen, nicht, dass die mir hier irgendwo den Sound kaputt hauen, ne? Ah. Da. Oh, shit. Aha. So. Ey, lass die Sachen heile hier. Du blöd Kudu. Echt jetzt. So. Du blöd Kuh. So, hoffentlich bringen die auch gute Sachen mit. Jetzt sah nicht, der ist schon despawned hier. What the heck? Nein, da ist er. Im Wasser ist er gelandet. Ja gut, aber für heute Nacht sind wir safe. Das ist doch gut. Da haben wir es doch schon mal geschafft. Das ist doch super. Die drei Zäune sind schnell wieder aufgebaut. Oder zwei Zaunteile. Das war ja jetzt nicht ganz so spektakulär, ne? Nee, nicht wirklich, ey. Ach hier, Kupferbarren hatten wir eh noch nicht fertig. So, den Eisenbrocken kannst du da mal reinpacken. So. So. So, dann pack die nochmal weg. Was haben wir denn hier? Aluminiumerz. Ja. Ach, das kannst du auch nicht stapeln, ne? Mist. Bierhaut, hier Biosprit. Oh. Da können wir bestimmt auch tolle Sachen mitmachen. Aber ich habe noch keine Ahnung, was. So, okay. Dann lass uns mal schlafen, bis es Tag wird. Und dann gucken wir mal. Ah, ja, wir sind ausgeschlafen. Dann gucken wir mal, wie wir den Tag hier weitergestalten. Ich würde mich jetzt echt langsam gerne einmal an die Tierhaut nochmal wagen. Die Viecher, ne? Die kriegst du nicht gejagt, ey. Ja, guck mal. Dann haben wir so noch Blatt gekriegt. Soll ich hier auch nichts verdrehen, weil kann er hier raus. So, genau. Was mag die denn nun? Mach mal hier Wasser aus. Ach so. Aus so, ab, lässt du mein Zeugs in Ruhe. Du blöde Kuh, ey. Wenn die hier ewig meine Sachen kaputt machen, gibt's doch wohl nicht. Wollte die das Trockengestell hier kaputt machen oder was? Irgendwas wollte die hier kaputt machen. Ja, Feuer ausmachen. Danke. So, trinken kannst du schon mal. Esst dir eine Gurke, eine Trink hier, ein Stück Fleisch. So. Na, guck mal, da geht's uns doch fast wieder gut, ey. So. Dann habe ich doch hier diesen Sand. Das kann raus, das kann raus. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir gebacken kriegen mit den Viechern. Das kann ja so nicht bleiben. Wir müssen jetzt an die Extraktoren kommen. Ja. Wir haben noch so einiges zu tun, ne? Hier hatte ich nichts drin, hier ist leer. Ja. Da muss ich auch mal irgendwie gucken, dass ich da mal eine Runde hinkriege, wo wir uns ganz viel Eisen machen. Jetzt wird das hier überhaupt nicht hell, das ist doch scheiße. Schisse Matisse hier. Quatsch, hier. Jetzt müsste es doch mal langsam hell werden. Ja, guck mal. Schön, schön. Ja, dich würde ich ja gern jagen, aber du bist ja schon weg, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Komm doch mal in meine Richtung hier. Ja. Ach Gott.
Aber 50 Meter geworfen, ne? Wow. Oh, dann können wir doch mit einem guten Abstand hier hingehen. Wo ist er denn nun? Da? Was? Dann lass doch mal gucken, wenn der weit genug ist. Kann man eigentlich irgendwie Fallen bauen? Das wäre auch noch mal lustig, ne? Warte mal, lass mal gucken. Nee. Erfallen, das wäre jetzt noch cool, ne? Hier unter Essen? Nö. Sonstiges, eine coole Tierfalle. So eine Bärenfalle oder was? Das hätte was. Hier, die brauchen wir auch später noch mal irgendwann. Die sind gar nicht so teuer, ne? Da würde ich mal so eine Sammelrunde machen. Warte mal. Nicht erwischt. Ja, ich weiß. Und das ist auch schön, dass man wenigstens sieht, wo das Zeugs hinfliegt. Das ist gut gemacht, ja. Ja. Da würde ich doch sagen, wir gehen heute einfach voller Tatendrang und einer leeren Kiste nochmal in das Wemmi-Dorf und machen hier die letzten drei, die letzte Reihe Häuser hier weg. Die letzten drei, ne? Die müssten wir jetzt alle durchhaben, dass wir nur noch die, dies dürften wir auch schon haben. Denn noch die drei, glaube ich. Die drei müsste es noch sein. Und dann gucken wir mal, wo ist eigentlich das nächste Wemmi-Dorf mal? Boah, sind die weit weg. Und was gibt es in den Höhlen? Wahrscheinlich Erze, ne? Da könnte ich auch noch mal reingucken. Aber dafür auch erst hier wäre ein neues Dorf. Das ist aber schon sehr weit weg. Ja, da müssen wir mal irgendwann auf eine größere Tour gehen. Mit dem Karren. Hier wäre auch noch eins. Das ist aber auch weit weg. Hier oben an den Enden der Karte. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch noch eins, ne? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal in das eine Wemmi-Dorf. Packen uns die Kiste hier rüber. Ja, ist okay. Ein paar Sachen drin. Ja, man kriegt hier bestimmt noch zwei Kisten drauf, ne? Ja, wollen wir uns da schnell eine bauen? Ich weiß nicht. Was kosteten die nochmal? Acht Bretter. Komm, bau noch eine. Hammer. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Drei Bretter haben wir noch schnell. Hier, zack, zwei. Und hier, auch nochmal, zack. Ja, ja. Ja, dann immer zwei Kisten mit, ist doch geil. Und das, wo wir nichts mehr haben, da machen wir einfach das schnell. Da, wo wir noch Platz haben am Ende. Ich sage, da packen wir dann noch Steine rein. So, das wollte ich sagen. So, jetzt haben wir so wieder hinten dran. Auch voll geil. Das finde ich auch genial gemacht, dass du die Karre dann so hinter dir hast, ne? Hat mich dieses blöde Reh jetzt erschreckt, ehrlich. So, pass mal auf. Jetzt finden wir wieder so einen Bären wahrscheinlich, ne? Ja, komm, dann machen wir jetzt noch eben gemeinsam die letzten drei Runden da. Der Vogel sah auch aus, als wenn er gerade so auf dem Boden klatscht. So, spawn mir doch mal einen Bären für meinen Köcher. Oh. Von mir aus auch ein bisschen hinterrücks, hauptsächlich kann mich schnell wehren. Ja, ich muss dran denken, keine Panik kriegen, den Wagen stehen lassen. Ich kenne mich ja. Aber ist gut, die gehen erstmal auf meine Konstruktion und nicht auf mich, die Zombies, ne? Das ist total geil.
Ah, da hinten ist das Wemby-Dorf schon. Vielleicht haben wir auch mal wieder Glück, dass so ein Räder in der Treppe festspawnt. Festglitscht. Das wäre natürlich richtig geil. So, hier stellen wir die Karre ab. Den Bogen raus. Und dann rüber hier. In das zweite Haus. Diese da. Ja, aha. Ist ja keine Chance hier, Junge. Oh. Hatte der die Hose auf? Ich hoffe nicht. Aha. Hier, du Viech, du. Alterchen. Alterline. So, ja. Ich hatte ja auch von Jens den Tipp gekriegt, lass doch mal die Türen offen stehen. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich glaube, in der Hütte war ich aber auch schon. Habe ich aber schon gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass sich beim nächsten Einloggen, dass die Türen alle wieder zu sind. Und dann bringt mir das jetzt auch nicht so viel, ne? Ne, hier waren wir auch schon drin, ne? Schade. Der kommt dann wieder raus hier. Und ins nächste Haus. Das müsste ja dann das da sein, richtig? Nee, warte mal. Wo sind wir? Da. Wo sind wir? Da? Ach Gott. Geh mal ganz rüber. Ja, das passt schon. Das ist, oh, das ist riesig. Da? Da waren wir doch noch nicht drin, oder? Sag mal. Ah, die lassen sich aber relativ easy töten, ne? Hier waren wir noch nicht drin, oder? Weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir haben hier schon mal beide Technologiebücher zusammen. Ne, das war ja einmal die Solarstromtechnologie und einmal der Ölsauger. Ja, hier waren wir doch auch schon. Ja, Rindenmulch habe ich sicherlich liegen lassen. Haben wir doch schon alle Häuser durch hier? Kann ich mir bald nicht vorstellen. Aber hier sieht stark danach aus, als wenn wir hier auch schon waren. Ja, hier ist auch nichts mehr zu looten. Ja, hier so Samen, die habe ich liegen gelassen, ist klar. Aber nö, da waren wir hier auch schon. Dann gehen wir da raus. Gucken wir mal kurz. So, das Haus hier dann, ne? Ich hab, ne, dann könnte es aber sein, dass wir das hier noch nicht haben. Das wäre dann das da. Möglicherweise nicht. Aber nur möglicherweise. Ich habe mir das leider nicht gemerkt, in welchen Häusern wir alle schon waren, aber hier waren wir auch schon. Ja. Definitiv waren wir hier auch schon. Also sonst wird hier ja schon irgendwo ein bisschen Loot rumliegen. Ja, hier waren wir auch. Meine Güte. Haben wir dann schon alle Häuser? Komm, Bruder. Komm, du Bruder, du. Ah! Sag mal von hinten, du Sackgesicht, du. Dreckiges, du. Von hinten, ey. Hat er mich jetzt erschrocken? Ihr habt den Schatten gesehen. Der Schatten hat mich echt erschrocken. Von dem blöden Viech. Er hatte Angst vor seinem eigenen Schatten. Ich schätze, hier waren wir auch schon. Oder? Oder? Nö, hier waren wir definitiv noch nicht. Siehst du? Hatten wir doch noch nicht alle. Oh, was war das? Biomüll, hier Kompost. Na gut. Mais haben wir aber auch. Was ist das? Kartoffelkeimlinge haben wir auch schon. Kabel, das, was man gebrauchen kann, bestimmt noch. Knochen. Ah, hier, Fischöl. Ranziges Fischöl. Aber hier sind aber viele Knochen. Nehmen wir noch mal lieber eine Tierhaut, Leute. Gibt's
Gibt's hier kein oberes Stockwerk? Naja, anscheinend nicht. Nö, hier geht's nicht nach oben. Na gut. Dann mal weiter. Das als nächstes. Das passt ja wohl. Da hinten ist auch schon wieder ein Wemby. Oh, mein erster Speer ist weg. Aha. Ja. Guck mal, hier ist auch noch was. Ja, hinten muss ich brauche nicht mitnehmen. Aber Verbände sind immer gut. Habe ich noch eine Gurke Intus? Was essen könnte ich das sowieso, ne? Ja. Oh ja. Trinken habe ich wieder nichts mitgenommen, ne? Hätte geschworen, dass das was ist. Oh ja, Kevlar. Zeugs. Gutes Zeugs. Schade, dass man hier nichts kaputt machen kann, du. So, das war die Hütte hier dann auch schon, ne? Ja. Dann ist das nächste Haus. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier schlich gerade schon einer rum. Und ich glaube, mit dem müssten wir dann alle haben. Wenn wir das nicht auch schon hatten. Nee, das sieht noch ungelootet aus. Was ist da denn hier? Eisenerz ist auch immer gut. Hier ist kein Buch. Ah je, jetzt sind wir auch noch voll. Das ging noch. Was ist das? Buch geht auch noch. Was war das? Kartoffelpaste. Ich weiß eh nicht, was ich damit anfangen kann. Also von daher ist das nicht so schlimm, wenn wir die jetzt hier lassen. Nö, nach oben geht's auch noch mal. Erstmal hier in die Küche. Lehm. Noch ein Knochensplitter. Können wir eben gucken. Ja, das ist relativ voll. 8 Knochen haben wir jetzt hier. Krass. Ah, komm, guck mal. Hier. Hier, da rumschleicht du. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir noch was so Wichtiges. Wo wir sagen, das müssen wir definitiv dringendst mitnehmen. Verbände medizinischer Natur auf jeden Fall. Ja, nö. Ha, ich hätte gehofft, hier noch so eine Tierhaut zu kriegen. Aber gut, dem soll nicht sein. So, dann würde ich sagen, wir verfl... Ach so, hier ist noch ein Badezimmer. Da kann ich, gut, die muss ich immer mitnehmen, oder? Ja, komm, hier den Lehmbrocken raus. Lehm weiß ich eh noch nicht, wann ich damit anfangen kann. Wird man mich doch darauf hinweisen. Aber ja, dann lasst uns mal zurück zum Karren. Wo ist denn hier der Ausgang gewesen? Hallo? Jetzt finde ich aus der, ach da. Kannst du nicht festklipschen hier? Häng dich doch mal wieder in Sonne Dings. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auch bei 40 Minuten angekommen. Ich würde jetzt hier langrennen, den Wemby da noch wegmachen. Ey, ach, du ahnst es nicht, jetzt ist der Dings weg. Die Speere halten ja gar nichts. Ach du Scheiße hier. Hier müssen wir lang, ne? I believe. Eieiei, die Speere halten ja überhaupt gar nichts. Das ist ja Mist. Ich glaube, hier bin ich noch falsch. Aber völlig, ey.
Oh fuck, ey. Scheiße, ja. Hier vorne kommt die Straße. Die kommen mir jetzt eine ganze Zeit lang nach, ne? Ja, super. Ich glaube, jetzt gehe ich drauf. Du bist gestorben. Oh Mann. Das ist ja Mist. Oh. Wie oft haut er denn jetzt noch mit der Axt hier? ja, kriege ich mein Auto wieder? Obwohl, habe ich irgendwas verloren? Nö, oh, das ist gut. Dann lasse da so lange mit der Axt spielen, bis wir hier mit der Verabschiedungsrunde fertig sind. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch heute gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.